Guten Tag, haben wir gerade Auftrag, ne? Moment. Sind wir auf dem Weg? Ne, wir waren in der Werkstatt. So was. Ne? Ja. Ich habe jetzt da mal Musik gemacht, Haufe. Ja. Fangen wir mal an. Aber nicht so laut, ne? So müsste es anziehen, Alter. Frachtmarkt. Von Nandes, ne? Von Nandes. Mach was. Das Ding da vom Mikrofon. Und deine Hose da, ne? Du mir bitte. Och, K. Leka. So, wo fahren wir ohne? Was? Soll man nur Le Mans fahren? Ich würde gerne Richtung Süden oder La Rochelle. Weizen, Weze. Soll man Weze oder La Rochelle? Wir fahren Weze. Der Weze fahren wir, ne? Ach Gott, versteht er nicht. Fahren wir mal los, ne? Vielleicht ein bisschen leiser. So. Ne, ich will die LKW schon hier. Ne, da wollte ich gar nicht hin, da wollte ich hin. Ja doch, das langt eigentlich so, ne? Das sieht man dann nur der erste Folge, ne? Ich muss erstmal noch auf die Uhr. Ach Gott, wo verarscht ihn? Auf die Uhr, ne? Und ich drehe da. Schon mal sagen, es wird wahrscheinlich eine Nachtfahrt, weil es ist so halb acht schon. Halb Silbe. Ne? Beige. Aber wir sind ja so gut wie es geht ausgerüstet. Ich wollte mal gucken, was man auswählen kann. Vielleicht wir können auch deine fahren, aber. Komm mal, fahren die Weze. Andere wäre es besser. Quellen hätten wir mehr verdient. Wäre zwar billiger Quellen, aber 6 Tonnen weniger hätten wir weniger verbraucht. Aber ich fahre eh immer sparsam. Da kommt es auf das bisschen. Ach gut. Nicht im dritten Gang. So. Hopp. Eigentlich ist es ja, dass man sie echt auf sie hat, ne? Nein, egal. Doch, ich mich nicht auf über sowas, ne? Da kann ich ganz. Bleib mal ganz ruhig bei so Sachen. Au. Au. Die schloss ich noch vorbei, ne, dass du dich aufrecht, wenn ich da die Vorfahrt genommen hab, ne. Au, lass mich, danke schön. Der war mal nicht. Rechts, Mercedes-Händler. Jo, wie mach rechts ab. Ist halt schön mit der Fahrt durch Frankreich, ne. Au, Temsa.
war das eben gewesen. Der Bus, falls man nicht gesehen hat, wenn ich nicht so schnell war. Wenn ich nicht so schnell war. Mit 40, das müsste gehen. So schnell ist es nicht. Nee. Solange man unfallfrei durch den Kreisel kommt, geht's. Gut, das ist, da habe ich da vorne rechts das Thermometer, ne? Wetterstation, Dienst oben. In Bü. Im Kreiswinkel. Interessant. Ja, man merkt schon, dass der Auflieger ein bisschen. In der Kurve merkt man es halt, dass er ein bisschen schiebt. 17 Tonnen ist ein 17 Tonnen! Ein Temsa ist da eben gefahren. Das war vielleicht ein Däppchen. Ich laufe du davon jetzt so in, dass ich dich überholen muss. Ach Gott. Ich darf jetzt eh wieder 90. Kann ich denn gerade überholen? Du Konvoi Experience. Sein Rena holt. Mit seinem Renault. So, jetzt fahren wir da. No, da wo wir halt hinfahren. La Rochelle. Jo, das habe ich gemeint. Genau das, wo ich gemeint. La Rochelle. Stationchen. Hier hat man ja nichts. Ab wann bremsen wir es best? In der Stunde geht es jetzt im Flieg. Doch, da vorne wird es ein bisschen. Kann ich wunderbar durchfahren durch den Schrank, wenn sie aufbleibt und vorhin nur zugeht. Das ist nämlich immer scheiße. Ist aber aufgeblieben, danke. Danke, Schrank, dass du aufgeblieben bist. Ne? Ah, ne, als geht's dann quasi vorher nochmal zu und dann auf und dann muss ich bremsen. Fast bis zum Stillstand. Ja, dort wird das wohl nur 300 so viel PS hat oder gut beschleunigen. Das muss man wirklich sagen. Fahr vorbei, dann überhole ich. Er hat zwar ein Volvo, aber
scheinbar fängt es ein bisschen an Leihstunden bei mir an. Jetzt sind wir nämlich gleich schnell. Ich muss gleich rechts rüber. Ah ja, gut. Was machen wir, Chef? Ja. Einer von uns muss bremsen und ich bin der Depp. Ach gut. Ja, hopp. Ah, tut mir leid. Genau so macht man es nicht, ne? Genau so macht man. Ist nicht. Ach Gott, ist noch bei. 70, 60, 50, 40, 30. Ich tue mich immer schön bremsen, dann kannst du schön durch die Schrank durch. Halt mit dem Tempomaten und dann auf 80, weil es ja Landstraße ist, aber muss ja eh bremsen beim Kreisverkehr. Lang erstmal 45, jetzt nur noch auf 30. Und 80. So, noch 53 Kilometer bis La Rochelle. Jo, ich sag's nur, ne? Vorne rechts haben wir so kleine Hundhupe, wo so ein Kopf wackelt, ne? Immer jemand wo mitfahren, ne? Muss man nie allein fahren. Ah. Aus Temperatursten. Also bei mir jetzt gerade 11 Grad, ne? Und in Temperatur 23, aber es kommt halt durch den Computer. Merkt man schon, ne? So bei 5 Grad Außentemperatur macht der Computer nicht viel warm da drin, aber 15 Grad innen drin, ach gut, merkst du das schon? Ist doch frei, ich hoff's einfach. Es hat jetzt müde so, tut mir leid. Also wenn ich jetzt schön schwung und kann schön rüberfahren, ne? Naja. La Rochelle, dort ist viel Schwung dran. Also die so mit ins Mikrofon hinruft, die kann ich gar nicht. Ich halte es immer noch so ein bisschen an die Seite, ne? Ich weiß nicht, ob man es merkt. Also hört. Merke, tut mir jetzt eher wenig, außer im Ohr. Außer im Ohr, ne? Da merkt man's. Ist doch frei, ne? Geh mal schön rum. Ich bin gerade so gut drauf, ich weiß nicht, wo man schön da. Wenn ein Meter. Mal schön ins Kaff. Naja, bei uns die Linie 240 bin ich gestern gefahren, als das Video kommt hier. Ist hier nochmals frei, das Video. Dann wäre ich eigentlich vor 2 Stunden gefahren. Naja. 16.20 Uhr frei, das. Ab. Delfeld fahrt er. Sonst fahrt er ab Kontwig von der Schule. Aber da die montags. Ich hätte müssen drehen neu. Da die freitags. So viel ich weiß, mit der Schule anfahrt, muss er ab Delfeld. Ne? Dann stehe ich dran. Bahnhof, Haltestelle Bahnhof, ne? Dann fahre ich vor an die Hauptstraße. Du
Zustau wenden. Fahr ich dann zurück an der Haltestelle nochmal vorbei. Also auf der anderen Seite von der Haltestelle. Gibt es dann in die Richtung der Haltestelle. Ne? Dann über den Büt rüber. Dann die Bärenstraße hoch zum Kindergarten. Dann weiter Delphi. Also Kindergarten, Haltestelle. Wird dann angefahren. Dann geht es nur noch zum Bahnhof Delfeld-Ort, da über den Büt rüber und dann zurück mit der Nord... Ach Gott, fast schon wieder vorbeigefahren. Dann noch Delfeld, ja, irgendwie noch circa 10 Minuten an derselben Stelle wie vorher, ne? Ist lustig, ne? Ja. Dann ist das der einzigste Bus, der normal, weil halbe Fahrt, Walzhause fahrt, Haltestelle Walzhause Brunnen, ja, aber, ich schon gerade Fahrplan da, aber wem, in einer Baustelle, also die Straßen Großsteinhause oder so gesperrt, dann kann die Linie 2, 3, 5, wenn ich da richtig bin, ne, nicht nach Walzhausen fahren und endet bereits am Abzweig Walzhausen, ne? Und deswegen fahren die 240er bis zum 30. September noch alle, also fast alle. Da ist es, weil es Hause ohne. Also 13.21 Uhr ab Pirmasens, 15.21 Uhr, also 14.21 Uhr der nicht. 17.21 und 18.21 Uhr. Ja, 16.21 bin ich zurückgefahren von Pirmasens und der fahrt nicht über den Brunnen. Der fährt direkt in den Schweiler und dann Delfeld. Hopp, Parke duschen der Folge jetzt noch. Aber der Fahrplan ist auch relativ eng. Auf der Hinfahrt, ne? Von Delfeld über Walzhausen. Immer meistens zu spät, aber auf der Rückfahrt dann Nünschweiler, Delfeld. Hätte vor allem freitags der Fahrt niemand hier. Das ist der Fahrplan, dann kannst du eigentlich vergessen. 7 Minuten verfolgen. Oh mein Gott. Noch. Und noch. Ein Leib dir freitags, Alfrier Schluss. Und irgendwann fährt keiner mehr mit, außer ich. Ich war wieder alleine im Bus gestern, wie fast jetzt. Letzte Woche sind nur noch zwei mitgefahren, bis Auerbach nur. Also dann bis zur nächsten Folge, ne? Wiedersehen.